Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Ohrenbetäubender Lärm über Minden. Mit rasender Geschwindigkeit nähert sich ein Hubschrauber, während starke Windböen über das Dach der ehemaligen Landeszentralbank ziehen. Was dramatisch aussieht, ist aber erstmal nur eine Übung. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos in Bielefeld seilten sich auf das Dach des Gebäudes ab. Also wir haben heute das Gebäude der Landeszentralbank hier in Minden genutzt, um unser Taktiktraining durchzuführen und haben heute insgesamt 3 Durchgänge mit dem Hubschrauber gemacht, um jeweils 4 Kollegen auf das Dach des Gebäudes abzuseilen. Wir trainieren das 2 bis 3 Mal im Jahr, damit die Kollegen auch handlungssicher beim Abseilen sind und das Ganze möglichst ohne Verletzungen durchgeführt werden kann. Bei solchen Übungen, da kommt es ganz stark darauf an, dass die Kollegen routinemäßig viele Dinge abarbeiten, die da notwendig sind. Es kommt darauf an, um den Piloten das Fliegen zu vereinfachen, ein gleichmäßiges Abrutschen an dem Seil, ein gleichmäßiges Aufkommen zu trainieren. Dann wird es für den Piloten einfacher, die Maschine in der Luft zu halten. Und ganz entscheidend ist natürlich die Sicherheit für die Kollegen, dass die auch heile tatsächlich unten ankommen. Der Helikopter holte die Einsatzkräfte an der Weser ab. Insgesamt dauerte die Übung nur wenige Minuten. Die Übung war zunächst mal äußerst hervorragend. Wir haben hier 3 Anflüge gemacht. Diese 3 Anflüge haben gezeigt, dass die Kollegen ein sehr sicheres Handling haben. Ein genaues Fazit werden wir natürlich nachher in einer gemeinsamen Runde noch besprechen, erörtern und diskutieren. Es ist sehr gut gelaufen. Die Koordination zwischen Piloten und SEK-Beamten hat gut funktioniert und alle sind verletzungsfrei unten angekommen und wir sind sehr zufrieden mit dem Übungsverlauf.